Freunde, herzlich willkommen heute hier zu diesem neuen Video. Ich zeige euch heute mal mein Bikepacking-Setup für 2 bis 3 Tage. Ich bin aktuell auf einer Bikepacking-Tour und dachte mir, ich mache euch da mal ein Video zu. Habe ich euch schon bei anderen Touren versprochen und es nicht gehalten. Und dementsprechend dachte ich mir, ich mache das jetzt, damit ihr das mal seht und eventuell für eure kommenden Touren euch vielleicht was abschauen könnt. Und gerne dürft ihr auch unter diesem Video kommentieren. Ich mache das Ganze recht zügig, weil meine Kamera auf einem Ast steht, den ich in den Boden gerammt habe und ich weiß nicht, wie lange das hält. Ebenso gilt es auch fürs Fahrrad und deswegen gebe ich hier ein bisschen Gas. Fangen wir beim Schlafsetup an. Ich habe hier von Nordisk das Telemark 1 LW, ist ein sehr leichtes Zelt, was ein kleines Packmaß hat und das könnt ihr bis auf 700, 800 Gramm runtertrimmen. Passt gut in Packsäcke rein und deswegen ideal. Das Gestänge des Zelts mache ich mir immer in die Rahmentasche vom Fahrrad und das funktioniert sehr gut. Schlafsack oder Quilt, Decke ist von Western Mountaineering. Das Everlight Quilt, kennen die meisten von euch, habe ich immer im Sommer dabei. Geht so bis 10 Grad und wenn es dann doch mal kälter wird, funktioniert das sehr gut. Isomatte habe ich von Decathlon aktuell im Test. Eine kurze Isomatte, also ihr seht, es gilt nur dem Oberkörper. Die Beine liegen frei auf dem Zeltboden. Und das ist auch eher ein Testobjekt für längere Wanderungen, um einfach nochmal ein bisschen Gewicht zu sparen und auch Platz im Rucksack, damit ich mehr Kameraausrüstung mitnehmen kann. Und deswegen habe ich die aktuell mal hier auf diese Wochenendtour mitgenommen, um, falls sie nicht passt, dann auf einer längeren Tour vielleicht doch eine andere Isomatte mitzunehmen. Dann kommen wir zu meinem Fahrrad, zu meiner Fahrradausrüstung. Habe ich hier einfach eine ganz normale Schutzbrille. Ein Wahoo Element zum Navigieren, Shimano Clicky Schuhe, dazu einen Brustgurt, um den Puls zu messen und auch um zu wissen, wie viel Kalorien man circa verbraucht hat, finde ich sehr praktisch. Im Werkzeugkit beim Fahrrad habe ich hier von Crank Brothers so ein Multitool, das ist auch sehr gut und hat einige Tools, auch ein Kettentool, also um auch die Kette zu öffnen und eventuell ein Glied zu tauschen. Hier so eine kleine Mikropumpe von Lesin, heißt die Marke, Pocket Drive HV. Sehr coole Pumpe, habe ich schon öfter benutzt. Ein kleines Multitool mit einer Schere. Schere ist immer ganz praktisch, auch was Pflaster und Co. angeht. Und hier in meinem Reparaturkit oder Wartungskit habe ich noch einen Luftdruckprüfer, einfach um unterwegs auch zu schauen, ob der Druck ausreicht. Ist eher Luxus, muss man nicht mithaben. Hier, um den Mantel rauszuheben, 2 auch von Crank Brothers, damit man ordentlich das machen kann. Und die sind auch sehr robust, brechen nicht so schnell. Kabelbinder, auch immer gut zum Reparieren. Bremsbeläge, jetzt für diese Tour brauche ich das nicht, kann man rauslassen. Hatte ich damals für die Kroatien-Tour mitgenommen, um die da zu wechseln. Habe ich aber auch nicht gebraucht. Kettenglieder, auch nochmal ein kleines Schlauch-Repair-Kit, auch mit Flicken, falls man nicht unbedingt einen neuen Schlauch benutzen will. Hier habe ich von Schwalbe, ich weiß die Marke nicht, ich will nichts Falsches sagen, welche Marke das ist, aber diese Aerotarn-Tubes, leicht, sollen nicht so gut sein, wie ich gehört habe. Ich hatte sie damals gekauft, weil es mir jemand empfohlen hat und bis jetzt habe ich sie nicht gebraucht. Ich habe verdammtes Glück auf meinen Fahrradtouren, habe nie einen Platten und ich bin nach Kroatien gefahren, 1300 Kilometer sind es, glaube ich, gewesen und hatte einfach keinen einzigen Platten. Und mit dem Fahrrad hatte ich noch nie einen Platten. Das müsst ihr euch mal überlegen. Hab einfach Glück. Und ja, das ist so mein Wartungskit. Einfach das übliche, nötigste. Ich meine, hier in Deutschland, wenn man fährt, hat man eigentlich immer irgendwo die Möglichkeit, was zu machen oder reparieren zu lassen. Und von daher muss man da nicht so viel mitnehmen wie auf zum Beispiel einer Weltreise. Aber davon habe ich eh keine Ahnung. Gehen wir weiter zum Essen. Da habe ich meistens Real Field Meals dabei oder allgemein Trockenmahlzeiten, Tracking-Mahlzeiten. Hab aber für die ersten Tage immer auch was dabei, was ich sofort essen kann. Habt ihr gestern Abend auf der Tour jetzt gesehen, wenn ihr das Video seht. Da kommt man dann an und wenn es dann ein bisschen später wurde, weil die Schlafplatzsuche zu lange gedauert hat, dann ist es halt genial, wenn man sich dann schnell eine Dose rauszieht und die schnell isst und man nicht noch den Kocher aufbauen muss, Wasser kochen und so weiter, weil manchmal hat man einfach keinen Bock mehr irgendwas zu machen und legt sich einfach auf die Isomatte und pennt. Und dementsprechend finde ich es sehr praktisch, neben Trockenmahlzeiten auch schon was Fertiges dabei zu haben, um einfach direkt schnell Kalorien zuzuführen. Und ansonsten natürlich die Klassiker Yum-Yum-Suppen,
Dattel-Erdnuss-Riegel finde ich sehr geil im Vergleich zu anderen Riegeln, weil sie halt natürlich sind und Dattel ist gut, Erdnuss ist gut, hat viele Mineralien und auch viele Kohlenhydrate und man verdirbt sich damit nicht so schnell den Magen wie mit den ganzen anderen Hafermehls oder Haferriegel. Da esse ich mal einen oder zwei und dann habe ich schon die Schnauze voll von den Dingern und man kriegt natürlich auch schnell Beschwerden, weil das einfach zu viele Ballaststoffe sind. Dann habe ich immer dabei ein bisschen Kreatin. Ich nehme das ganze Jahr über Kreatin, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es ist einfach ein Supplement, was ich jedem ans Herz legen würde. Es ist einfach sehr gut. Magnesium habe ich immer mit dabei, weil man einfach sehr viel verbraucht und gerade wenn man abends merkt im Zelt vor allen Dingen, dass die Muskeln schnell zugehen oder man Krämpfe kriegt, dann ist das immer ein guter Indikator, Magnesium zu nehmen. Vitamin C habe ich auch immer dabei und auch in meinem Medikit habe ich auch nochmal Zink. Zink ist zum Beispiel sehr gut, wenn ihr merkt, dass ihr krank werdet oder irgendwie ein Schnupfen sich entwickelt, dann könnt ihr mal ein paar Tage überdosiert Zink nehmen. Das ist laut Studie das Einzige, was hilft, eine Erkältung oder eine Erkrankung abzuwehren. Bezüglich ganz normaler Erkältungskrankheiten natürlich nur. Und deswegen habe ich das auch immer dabei. Aber das so grob, einfach um ein bisschen fit zu bleiben unterwegs. Natürlich auch, was die Hydration angeht. Holy auch immer mit dabei, seit längerem. Und finde ich einfach geil, habe ich auch im Video schon erklärt. Es ist einfach mal angenehm, irgendwo anzukommen abends und halt kein Wasser zu trinken, wenn man zum Beispiel keinen Supermarkt unterwegs hatte, kein Bier kaufen konnte oder keine Cola oder eine Limo oder was auch immer. Dann ist Holy halt geil, hat man ein kleines Pulvertütchen hier, reißt das auf und kann sich das in sein Wasser kippen und es ist einfach nochmal geil als kleines Upgrade zum normalen Wasser, dass man was mit Geschmack hat. Hier habe ich noch einen Repair-Kit für Isomatte, Zelt und so weiter. Ganz wichtig, ihr habt keinen Bock auf Tour auf einer kaputten Isomatte zu legen und dementsprechend ist das äußerst nützlich dabei zu haben. Man sollte sich allerdings auch ein bisschen damit beschäftigt haben, wie man eine Isomatte repariert. Kochsetup habe ich aktuell dabei den X-Boil. Das ist ein ganz leichter Titankocher auf Brennspiritus-Basis. Funktioniert sehr gut. Vorteil hier, ihr habt keinen Krach, keinen Lärm. Das heißt, wenn ihr morgens eure Ruhe haben wollt, ist das ideal und das Ganze ist auch sehr leicht. Ich habe allerdings als Backup aktuell auch noch einen Gaskocher dabei, auch um kurz anzuhalten und mir schnell einen Kaffee zu kochen, wenn ich darauf Bock habe, ohne großartig ein Setup mit Topf und so weiter aufzubauen. Aber im Endeffekt, wenn ich länger auf Tour gehe, würde ich mich natürlich festlegen und dann nur eine Option mitnehmen, also entweder Spiritus oder Gaskocher. Aber ich bin aktuell noch ein bisschen am Ausprobieren, wie viele Tage hält das Spiritus, um auf längeren Touren, die dann noch kommen, zu wissen, wie viel ich mitnehmen muss und wie ich das Ganze einplane. Hier so eine kleine Tasche von Tatonka, sehr praktisch, um das Essbesteck reinzupacken, weil nach ein paar Tagen sieht das Essbesteck, wenn ihr es nicht gespült habt, immer ein bisschen dreckig aus und so habt ihr keinen Dreck im Rucksack. Ganz wichtig immer hier, den habe ich jetzt mittlerweile immer dabei, ist von Helicontex so einen Müllbeutel, so einen Drecksack. Könnt ihr halt euren Müll reinschmeißen, das Ganze relativ luftdicht verpacken und somit habt ihr keinen Geruch oder sonstiges in den Packsäcken. Noch einen Titantopf, falls man dann doch mal über die Trekking Meals hinaus vielleicht mal Nudeln kochen will oder so. Sehr praktisch und wiegt auch nicht viel. Man kann ein bisschen auch was da drinnen verstauen und spart sich somit auch Platz. Hygiene und Medikit, feuchtes Toilettenpapier, Desinfektionswipes finde ich immer sehr gut. Man kennt es, wenn man mit mehreren Leuten draußen pennt und jemand kommt gerade vom Scheißen, sage ich mal, und danach wird gefrühstückt oder so und es ist einfach hygienisch, sich danach irgendwie die Hände sauber zu machen. Und deswegen finde ich diese Hygiene-Wipes sehr gut. Man war auf Toilette oder sonstiges, hat vielleicht im Dreckwasser Wasser gefiltert und reibt sich keinen Dreck in die Augen und kann sich die Hände desinfizieren. Deswegen ist das bei mir immer dabei. Ein Handtuch habe ich auch eigentlich immer dabei. Nicht, weil ich es regelmäßig benutze, sondern wenn man irgendwo vorbeifährt, wo man sich einfach mal ins Wasser schmeißt, weil es eine geile Stelle ist zum Beispiel, dann ist es halt äußerst praktisch, auch mal ein Handtuch dabei zu haben, weil wenn ihr aus dem Wasser kommt, müsst ihr das irgendwie trocknen und ihr wollt nicht die Klamotten nass machen. Deswegen so ein leichtes Mikrofaserhandtuch, sehr geil das Teil. Und ja, hier natürlich
ein kleines Medikit mit einem Druckverband, auch nochmal ein bisschen Blasenpflaster, Pflaster allgemein, wenn ihr Schnittwunden habt, was zum Zusammenkleben, Gewebekleber habe ich da auch mit drin. Alles, was man so braucht, eine kleine Reiseapotheke, Durchfallerkrankung, Übelkeit, Kopfschmerzen und so Sachen, ein bisschen was gegen Allergie, falls man die Nase zukriegt oder sonst was. Oder falls jemand in der Gruppe dabei ist, der eine Allergie hat, da kann man da ein bisschen was geben. Und könnt ihr euch individuell zusammenstellen. Elektronik habe ich jetzt hier auf der Wochenendtour eine große Powerbank dabei und auch eine kleine. Die reicht für mich zum Filmen ideal. Und wenn ich auf längere Touren gehe, habe ich dann natürlich auch noch mein Solarpanel-Setup dabei. Dazu findet ihr dann unten oben, wo auch immer, ein Video verlinkt. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und damit würde ich dann auf einer längeren Tour autark meine Stromversorgung haben. Hier noch ein kleines Zeltlicht. Kopflampe habe ich hier in der Beintasche. Da habe ich aktuell, oder ich habe eigentlich immer zwei Kopflampen dabei. Das ist hier eine kleine jetzt von Petzl. Und ich habe aber im Fahrrad auch noch mal eine größere von Lupine, falls mein Fahrradlicht ausfällt oder sonstiges, dass ich trotzdem einen ordentlichen Scheinwerfer habe und ich gut gesehen werde, wenn ich in der Nacht fahre oder abends, wenn es schon dunkel ist. Und grundsätzlich als Tipp von mir, Licht ist immer gut, einen Backup dabei zu haben, wenn es kaputt geht. Ist einfach scheiße in der Dunkelheit, kein Licht dabei zu haben. So, Kleidung nehme ich immer zu viel mit, immer. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren draußen und Outdoor unterwegs. Was ich nicht abstellen kann, ist, dass ich immer zu viel Kleidung mitnehme. Ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal mache, aber ich mache es jedes Mal. Ich habe jetzt wieder für eine Wochenendtour, müsst ihr euch überlegen, drei kurze Hosen dabei. So nach dem Motto, ich wechsle jeden Tag. Das macht man aber einfach nicht aus Erfahrung, wenn man draußen ist. Man gammelt immer vor sich hin. Das T-Shirt hatte ich gestern an, vollgeschwitzt, ist Merino, stinkt nicht. Ich stink sowieso eigentlich kaum. Aber trotzdem nehme ich jedes Mal zu viel Kleidung mit. Und ich muss das unbedingt abstellen, weil es nimmt sau viel Platz weg. Und ich würde tatsächlich so weit gehen, dass ich sage, Boxershorts 2 bis 3 Tage. Ist mir egal, ob ihr das ekelhaft findet, aber die meisten von euch da draußen werden das jetzt gucken und sagen, ja, er hat schon recht. Boxershorts, Merino, 2 bis 3 Tage trage ich die meistens. T-Shirt, das gleiche Spiel, kurze Hose auch. Und ja, so ist es. Also für mich wäre jetzt eine neue Faustregel, damit ich das endlich vielleicht mal abstelle, ein Paar oder ein Setup Kleidung für 3 Tage. Also nicht pro Tag rechnen, sondern 2 bis 3 Tage. Ist einfach sinnvoller, weil man, wie gesagt, Platz spart. Regenjacke habe ich noch dabei. Ich habe aber hier auch noch so eine Fahrradwindjacke dabei. Wenn das T-Shirt voll nass geschwitzt ist und es eigentlich warm ist, aber man dann in den Abend hineinfährt, dann wird es leicht kühl. Und damit man sich da keinen Zug holt oder irgendwie eine Erkältung kriegt, ist es immer schon ganz praktisch, was anzuziehen, was vor Wind schützt. Also nicht einen Pulli oder so, sondern wirklich etwas, was den Wind abhält, einen Windstopper, eine Regenjacke oder hier so einen Hybrid. Das macht schon Sinn. Und bei der Regenhose, die habe ich, denke ich, sogar zu Hause gelassen diesmal, weil es jetzt hier im Sommer, wenn es regnet, da juckt mich das nicht, ob meine Schuhe ein bisschen nass werden oder meine Beine. Das trocknet dann beim Fahrtwind sowieso. Und deswegen würde für mich nur es eher darum gehen, nicht mich vor Regen zu schützen, sondern eher vor Wind und Auskühlung. Und ja, neu dabei, Crocs. Und zwar nervt es einfach ab, auf Fahrradtouren nur seine Fahrradschuhe zu haben. Es ist einfach legendär und richtig geil, wenn man nach einer langen Etappe oder nach einer langen Fahrt, eventuell hat es geregnet, die Schuhe sind nass, dass man da einfach ein bisschen Luft an die Füße lässt und Crocs hat. Und man kann natürlich auch einfach mal mit diesen Crocs auch fahren. Geht auch und ist äußerst angenehm, vor allen Dingen, wenn es nicht regnet. Packsäcke habe ich hier von Aero, ein Packsystem, Fahrradsystem, also einen, wie sagt man dazu, einen Gepäckträger. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, finde ich sehr gut. Habe mich noch nicht ganz reingefunden, was die Positionierung angeht. Manchmal mache ich es zu weit nach hinten, manchmal zu weit oben. Man muss natürlich auch darauf achten, dass wenn man fährt, dass die Hacke nicht an den Packsack kommt. Und insgesamt finde ich dieses System aber sehr gut, weil die Packsäcke auch sehr stabil sind, sehr robust. Und das Ganze sieht einfach nicht so typisch aus wie jemand, der mit diesen fetten Gepäcktaschen eine Weltreise macht, und deswegen finde ich das ganz gut.
Hier habe ich noch einen normalen Packsack von Tasmanian Tiger in Beige und habe das auf dieser Tour relativ hecklastig gemacht. Natürlich kann man sich vorne noch ein eine Lenkertasche dran machen und vorne hier auch noch eine kleine Tasche dran. Habe ich diesmal alles weggelassen. Ich wollte einfach mal ein bisschen Ausrüstung reduzieren und nicht so viel mitnehmen. Gerade für ein Wochenende braucht man halt auch nicht so viel. Und habe mir gedacht, komm, ich nutze nur dieses Setup hinten und hier die Rahmentasche. Da verstaue ich dann die Elektronik-Sachen und während der Fahrt lasse ich die Kamera-Akkus aufladen und so weiter. Und das funktioniert ganz gut. Hier habe ich meistens Snacks drin, mein iPhone und sonstiges. Und ansonsten, ja, hier noch der Helm, auch nichts Besonderes. Vorne habe ich ein Licht von Olight dran, Ray 150 STVZO. Und hinten habe ich noch ein Bremslicht oder ein Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Das heißt, wenn man bremst, poppt das nochmal so ein bisschen auf. Ganz praktisch. Und ansonsten, ja, Cube Neuroad Pro von 2021. Und das erfüllt auch seinen Zweck. Ich rock das Ding runter, bis es kaputt ist, bis man es nicht mehr reparieren kann. Und erst dann kaufe ich mir ein neues. Da ist jetzt ein neues Tretlager dran. Habe ich auf der Tour schon im Video gesagt. Göttlich mit einem neuen Tretlager zu fahren, wenn man jahrelang oder ja sehr lange mit einem kaputten Tretlager gefahren ist. Richtig angenehm. Was bleibt mir noch zu sagen? Ja, über Wasserfilter und Co. habe ich nicht so viel gesprochen. Ich habe halt immer Behältnisse dabei, um ja genug Wasser zu haben. Hier von Hydrapack einen Sack, um ja Dreckwasser aufzusammeln. Das schütte ich mir dann hier in meinen Grailfilter und kann dann relativ autark einfach irgendwo in der Pampa mein Wasser haben. Ist einfach praktisch, habe ich gestern auch bei der Tour so gemacht. Gestern Abend bin ich nochmal an der Wasserquelle vorbeigekommen, habe mir den 3-Liter-Sack voll gemacht und konnte hier am Arsch der Welt dann jetzt einfach mein Wasser filtern und das dann trinken. Gut, Freunde, kurz und knackig mein Bikepacking-Setup für 2-3 Tage. Und ihr könnt gerne mal kommentieren, was euch hier bei diesem Setup jetzt gefehlt hat, was ihr so dabei habt, sonstiges. Einfach unten ein bisschen kommentieren, quatschen wir ein bisschen über Bikepacking-Setup. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der Bikepacking-Tour, bei dem Video, was auch immer ich noch hochlade. Viel Spaß auf dem Kanal, abonnieren, teilen nicht vergessen, liken. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Alter, das ist eklig. Alter, das ist eklig. Die Beine sind eingeschlafen, Freunde. Ekelhaft. Boah, es ist eklig. Voll abgeklemmt.